Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit den Arcade-Kämpfen. Wir hatten ja gesagt, einmal auf leicht, ist bereits online. Jetzt kommt Mittel und demnächst dann schwer, wenn wir es schaffen und der Mittel mit Warnern durchzuziehen. Mal gucken, was das so wird. Also, erstmal Warnern auswählen und dann schauen wir mal. Und der leicht war ja einigermaßen auch klar, haben wir es ja ganz gut gemacht, aber jetzt auf Mittel wird es natürlich ein wenig schwerer, hätte ich jetzt fast gesagt, ein wenig mittlerer. Ja, mal gucken, was das so wird. Ja, komm, dranbleiben, dürfen ihm gar keine Chance lassen. Ja, okay, erster Kampf, das lief ganz gut. Ich denke mal, aber unter schwer werden wir schon ziemlich aus dem Leben gefistet werden. Nix. Bam. Nein, er blockt. Er blockt. Ja, doch. Komm schon. Dranbleiben. Wir dürfen ihn gar nicht groß zu Wort kommen lassen. Das ist schon ein bisschen knackiger hier. Aber wir können natürlich auch nicht jeden Kampf unter... Naja. Mittel gewinnen, meine ich natürlich. Also unter Perfect gewinnen. Okay, dann schauen wir mal. Also weiterhin der Fahrplan ist, wie gesagt, dass wir mit Warnern jetzt unter Mittel das Ding durchziehen, danach unter Schwer und dann, ja, weiß ich nicht, nehmen wir dann wieder einen anderen Charakter oder was machen wir denn? Könnt ihr immer noch mitentscheiden, ob wir dann mit allen Charakteren einmal unter Leicht, Mittel und Schwer dann durchzocken. Oder ob wir dann, ach so, vielleicht als Bonuspart mache ich dann nochmal Tekken Ball, denke ich mal, mit Warnern. Dieses Geblocke, das bringt einen immer so ein bisschen raus aus der Nummer. Man ist immer ganz gut im Flow so und dann merkst du auf einmal, wie nichts mehr so richtig sitzt. Aber wenn sie selber natürlich den Angriff durchzieht, dann kann sie nicht mehr blocken. Ey, shit, das hat nicht so gut funktioniert eben. Da sollte er eigentlich den Finisher schon vorher setzen, also den siegreichen Schlag oder Tritt besser gesagt bei ihm. Stage Nummer 3. Ich bin gespannt, ab welcher Stage wir hier in Schwierigkeiten kommen. Okay, das war nix. Alles klar. So viel zum Thema, ich bin gespannt. Ich wollte ein bisschen anders reingehen als sonst in den... in den Kampf, in den ersten Schlag und zack, schon verdödelt man. Oh nein. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Mist, 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 Mist. Oh nein, er fällt um, oder? Ah nee, das sitzt aber trotzdem ganz gut. Schönes Ding. Und Feierabend. Ich bleib dabei, grafisch sieht das Spiel schon ganz geil aus, finde ich. Wenn die schon so angesprungen kommen, bevor der Fight überhaupt losgeht, da kriege ich immer schon Schiss. Dann denke ich, bin mir schon, hä? Sind wir schon im Kampf? Was ist los? Alter. Hier. Den kannst du behalten, den kannst du behalten und... Ah, shit. Das gibt's nicht. Nein. Ich kann nicht mehr. Doch, jetzt. Ich wollte sagen, ey, es ist immer so zum Kotzen, wenn du nur noch einen Schlag oder einen Tritt setzen musst und plötzlich geht gar nichts mehr. Aber man merkt, es steigert sich langsam, es wird immer knackiger. Okay, Reyna als nächstes dran, ne? Nein. Nein. Ich habe immer nicht dieses Timing, weißt du, kannst dir ja in der Luft verhungern lassen, aber da fehlt mir einfach dieses Timing immer. So, weg mit dir. Okay. Nein! Auch der war wieder nicht so gut. Er sollte eigentlich nach unten treten. Aber irgendwie hat er das nicht so ganz akzeptiert. Weg mit dir. Ah, da kommt wieder dieses... Okay. Nein, in die andere Richtung. Warum konnte ich mich eben nicht drehen? Was war das denn? Nein. Oh. Kommt der da schön von unten? Nein. Aua.
Nein, 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 weg, 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 weg. Oh nein, das wird nicht reichen. Sie hat noch so viel Energie. Oh, ist das bitter, Alter. Sie hat noch so mega viel Energie und jetzt macht sie. Jetzt setzt sie ihren Finisher, oder was? Boah, schön. Da mussten wir schnell reagieren, weil sonst hätte sie ihren ultimativen Finisher da gesetzt und dann wäre wieder Feierabend gewesen. Da hätten wir gar nichts mehr machen können dann. Egal, welchen Finisher sie gesetzt hätte. Also, oder rein theoretisch hätte auch ein normaler Angriff, denke ich, gereicht, um mich hier komplett... Ach so, ich hatte jetzt total vergessen. Da muss ich gleich nochmal sagen, es ist eine neue Aufnahmesession. Ich wollte ja den Charakteren vielleicht auch noch ein anderes Outfit verpassen. Aber das machen wir vielleicht... Wir ziehen erstmal mit Warner und der Mittel und der Schwer durch. Dann machen wir mal noch eine Runde irgendwie in einem extra Part Tekken Ball. Und den können wir ja vielleicht nochmal gucken, inwiefern man die Designs von den Charakteren verändern kann. Da können wir auch mal noch nochmal irgendwie einen extra Part oder sowas zu machen. Habe ich jetzt nicht so ganz drüber nachgedacht. Das ist mir jetzt eingefallen, weil ich ihn gerade sehe. Er sieht auch wild aus. Er sieht eigentlich eher aus wie Paul mit der... Ne, Paul hatte doch auch so eine komische Frisur, oder? War das nicht Paul? Bam, bam, bam! Nein! Nein! Ja! Perfekt. Nice one. Ja, Mann. Ich steig cool auf mein Motorrad und bin weg. So, und wieder habe ich es mir nicht gemerkt. Wie viele Stages waren es nochmal? Also, wir sind jetzt bei 6. Okay. Ja gut, vielleicht kann ich nochmal aus Bierkästchen plaudern. Ich habe es endlich geschafft, Deadpool Wolverine zu gucken. Im Kino. Leider nur in dem kleinsten Saal. Wir haben ja hier 4 Säle bei uns. Der erste ist der größte. 2 und 3 sind ungefähr gleich groß. Die sind aber ein bisschen kleiner als der erste. Und der 4. ist halt der kleinste. Und dann waren wir im 4. drin. Und der war... Also ich sag mal so, der war gut besucht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da so reinpassen. Also ich wohne in der Kleinstadt, ne? Also keine 500 Leute in einem Saal. Ich glaube, das müsste so um die 30 sein oder so, die du in den kleinsten Saal reinkriegst. 30 oder 25 oder so? So genau weiß ich das nicht. Aber so, ich sag mal so 25 oder so würden da auf jeden Fall reinpassen, denke ich. Das ist so ein bisschen, das soll so ein bisschen... chillig sein, so weißt. Die Leinwand ist natürlich auch ein bisschen kleiner und so. Das hat so ein bisschen Couch-Feeling-Atmosphäre da mit den Sitzen und so. Da ist auch ein paar Kissen und sowas mit bei. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, Kissen. Nein, das meine ich natürlich nicht, aber vielleicht habt ihr ja auch... Alter, wie er mich hier gerade fistet. Alter. Nein, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Er will mich hier fertig machen. Geh nach Hause. Da, hau rein. Ja, und der Saal war so... Ja, ich sag mal so zu 80% war der voll. Also da haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, Na, obwohl, wenn du jetzt... Es kommt darauf an, wie du es betrachtest. Aber normalerweise... Also der Film läuft um verschiedene Uhrzeiten in verschiedenen Sälen. Ich weiß aber gar nicht, ob er überhaupt in Saal 1 läuft. Auf jeden Fall war das ein bisschen früher und dadurch... war auch relativ spontan, dadurch ist es dann nur, in Klammern, nur Saal 4 gewesen. Alter, Alter. Nein, zu früh drauf gedrückt, er ist zu weit weg. Na, doch. Aber es wird trotzdem knackig hier. Aber da merkt man schon wieder. Klar, Schwierigkeitsgrad wird höher, aber ich quatsch mich auch gerade wieder ein bisschen fest. Nein. Ja. Auf jeden Fall. War der Film, also ich mochte ihn, aber es ist halt ein Marvel-Film und Marvel, man weiß es aktuell, Marvel ist ja seit 2019, seit Ende der Infinity-Saga, ja, ist Marvel sehr schwankend unterwegs. Also du hast vereinzelt so Filme, die rausstechen und vereinzelt so Filme, die richtig kacke sind. Und vor allen Dingen auch, ja, die meisten Serien... sind auch eher schwierig zu betrachten. Oh, shit. Timing fehlt gerade. Nein, der macht mich hier... Jo, der macht mich fertig. Alter, jo, alles klar. Das wird nichts.
Ja, war klar. Er war auf einmal zu dicht dran, ne? Und dadurch, dass er zweimal diesen gleichen Drecksmove gemacht hat. Aber jetzt können wir uns das hier mal angucken. Also der ist hier schon ein bisschen nerviger unterwegs, der Typ. Jetzt müssen wir ein bisschen strategisch vorgehen. Oh, ah, das ist halt mies, ne? Das ist halt mies. Ich kann nichts machen. Ich komme gerade nicht gegen ihn an. Schön um die Wette blocken hier. Alter. Das erinnert mich an das Ende, also dieses Level erinnert mich mega an das Ende von Dings. Ja, kann ich nichts machen. Das ist schon ein bisschen mies, oder? Das ist schon ein bisschen unfair, wenn du da auf dem Boden liegst und er haut einfach den Boden und trifft mich dann. Das ist schon ein bisschen mies. Also das muss man hier auf jeden Fall sagen. Oh, und dann so ein komisches Geblocke, obwohl er gerade einen Move macht. Fragt man sich doch, wie kann er denn blocken? Da, genauso. Auf einmal ist es so eindeutig, ne? Der Sieg. Strange. Kommt halt immer drauf an, wer gerade so im Modus ist, ne? Wer gerade so den Zug macht. Aber wie gesagt, Resident Evil 5, das Ende ist ja auch so ein bisschen mit Lava und Wüste, also Lava ist für Wüste, genau. So einem Lavaberg unterwegs. Ah, komm her. Ah, shit. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Nein. Alter, das gibt's nicht. Wie er immer diesen. Alter! Das war richtig fies. Wieso hat denn auf einmal sein komisches Zackending, was er die ganze Zeit schon macht, wieso hat denn das auf einmal so mega viel abgezogen? Ja, toll. Schön verschossen hier. Das sieht nicht gut aus für mich. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Jo, und sonst so. Na gut, dann kann ich ja noch ein bisschen mehr über den Film quasi. Das gibt's nicht. Ja, jetzt sind wir halt sowieso im Arsch, ne? Das ist schon mies gewesen mit der Nummer. Vor allem, ich mache hier meinen Finisher. Ich sehe mich teilweise gar nicht, weil er einfach so groß ist. So, komm her. Nein. Schön dran vorbeigejumpt. Ja, wie gesagt, der Film an sich war ganz cool. Das war einer der besseren Filme, definitiv. Habe ich von Deadpool aber auch erwartet. Ne? Also, ich würde mal so sagen, dass er... Es ist halt immer schwierig, ne? Weil man ja auch viel von Cameo-Auftritten und sowas gesprochen hat und so. Und wir machen ihn einfach perfekt fertig. Also, Cameo-Auftritte sind Auftritte von anderen Schauspielern, Schauspielerinnen, Superhelden, Superheldinnen, wo man es vielleicht eher weniger erwarten würde oder so, ne? Aber dadurch, dass du weißt, dass es Cameo-Auftritte geben wird, erwartest du sie ja dann sowieso schon irgendwie und dann bist du halt eigentlich nur noch überrascht, wer es ist und nicht, dass es überhaupt passiert, ne? Das gibt's nicht. Verpiss dich, Alter. Du gehst mir richtig auf den Sack hier. Das gibt's nicht. Denn wieder Unsterblichkeitsmodus, wenn gar nichts mehr geht, ne? Denn wegbeamen. Okay, da haben wir Glück gehabt, dass er... Ja, geh nach Hause, geh kacken. Blöder Penner, ey. Die hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Man will hier in Ruhe quasseln und es geht nicht. Arcade-Kampf beenden. Nee, insofern, ich war nicht begeistert, aber ich glaube, ich habe 4,5 von 5 möglichen Sternen gegeben auf Letterboxd. Und, aber man muss das halt so ein bisschen so betrachten, dass es storyline-technisch nichts für die neue Marvel-Saga so an sich tut, sag ich mal. Das ist halt einfach so ein bisschen im eigenen Film geht viel ab, aber es rettet jetzt hier nichts mehr, was Marvel schon verkackt hat, ne? Also da hat man ja immer so ein bisschen das Bedürfnis, dass da nochmal irgendwas gerettet wird von Marvel und so. Stattdessen ist es sich selber so ein bisschen darüber lustig machen, beziehungsweise sich selber um sich selbst drehen auch so ein bisschen. Ne? Viel, was da reinspielt aus dem Marvel-Universum, viel aber auch, was, ja, egal, klingt immer so mies, aber so an sich, wenn du den Film so selbst betrachtest für das, was er ist und das einfach nur genießt, also dann funktioniert das vollkommen in Ordnung, sag ich mal. Also dann ist es ganz geil. Ne? Also
für mich. Aber ich werde bestimmt nochmal in einem anderen Video darauf eingehen. Jetzt erstmal mit Tacken und Warnern und der Mittel geschafft. Als nächstes kommt dann Schwer. Mal gucken, ob uns das auch einigermaßen gelingt. Und dann gibt es auf jeden Fall nochmal einen Tacken-Ball-Part. Und dann gucken wir uns vielleicht nochmal an, inwiefern wir die Charaktere nochmal ein bisschen umgestalten können oder so. Das ist erstmal so der Fahrplan für die nächsten drei Videos, denke ich mal. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal...